Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Gewusel von Timberborn, meine lieben Freunde. Wir bauen jetzt hier unsere Schwerkraftbatterien auf und ihr seht was ja immer noch. Ja, das ist das große Dynamitsprengfeld. Wenn es noch länger existiert und noch größer wird, dann wird es irgendwann mal Weltkulturerbe und ich darf es nicht mehr in die Luft jagen. Deswegen sollten wir jetzt schon gucken, dass wir da dranbleiben. Auch hier sind wir schon ganz, ganz gut dran. Ihr seht, die Hommage an den Erfindergeist ist schon fast fertig und sie ist auch energiebetrieben. Und danach können wir uns auch hier den Windtunnel gönnen. Ich sehe da eine glorreiche Zeit auf uns zukommen. Wir haben inzwischen auch unser erstes Dach hier jetzt hier hingesetzt, wie ihr sehen könnt. Auch eine tolle Sache. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich auch schon anfangen zu planen, diese Dinge dort oben zu entfernen. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass der arme kleine Kerl hier, der Christopher ist das hier, der Christopher, der muss jetzt hier sich gerade eben regenerieren. Ist auch, glaube ich, einer meiner freiwilligen Vorkanalmitglieder an dieser Stelle. So, aber ihr seht, na, also dem lassen wir natürlich jetzt hier erstmal nochmal seine Zeit. Das Dach hier kann warten. Es kann warten. Oh, wir haben auch schon die ersten Lampen gebaut. Gut, 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 gut. Das heißt also, die Biber bekommen jetzt hier noch mehr Licht. Auch in der Nacht. Und uns ist wieder das Holz ein bisschen ausgegangen. Ich brauche auf jeden Fall noch eine größere Fläche, wo ich... Ich weiß bloß nicht, wo ich das machen soll. Ne? Man braucht halt auch letzten Endes hier solche Wasserbecken. Und wenn wir irgendwann mal das Wasser hier noch mehr vertiefen, dann... Also ich brauche halt bestimmte Wasserbecken. Wir werden irgendwann nochmal Erde ausheben müssen, das sage ich euch. Da kommen wir nicht drum rum. Die eine oder andere Art und Weise. Und ich möchte jetzt hier nicht unbedingt hier das hier nochmal zu einer Baumzone machen. Ne? Also das ist eigentlich hier unsere Freizeitzone. Der zentrale Wohnhub, wo die, oh, wir sind schon bei 42, krass. Wo die Biber halt dann einfach ihre gesamte Freizeit zubringen. Oh, es ist der Philipp hier. Philipp! Wieso bist du jetzt hier? Da unten hat so viele Plätze. Ich frage mich, wie lange der jetzt hier da oben bleibt. Also ich möchte das jetzt hier erst auf jeden Fall das hier machen. Das ist auch schon mal weg. Weg mit dem Kram. Können wir das jetzt auch direkt schon mal abholen. Auch diese Uhr hier kann weg. Wie gesagt, die Uhren sollen woanders gebaut werden. Ich möchte, dass jetzt hier überall dann hier die... Ach guck mal, die Dachästhetik geht sogar bis da. Okay, jetzt kann ich das hier wegmachen. Sehr, sehr gut. Und dann machen wir die Dachästhetik. Ja, aber ich ziehe sie durch, ne? Also ganz im Ernst. Jetzt frage ich mich gerade eben, Dachästhetik. Verursachen die alle dieselbe Dachästhetik? Ja, sie verursachen alle dieselbe Dachästhetik. Also gut, dann machen wir jetzt hier einmal den Weg weg. Zweimal, dreimal, viermal für den Anfang. Flupp, flupp. 46! We did it. Wir sind auf einem fantastischen Weg, Freunde. Auf einem fantastischen Weg. 47. Warte mal, 47 war nochmal so eine magische Schwelle. Ach. Wow. Ach, weil er fertig ist. Das Ding ist fertig, Leute. Ja, geil. Das, ich sehe es übrigens zum ersten Mal. Oh, wie cool. Zahnradbetrieb. 49. Okay, ja, also das war auf jeden Fall ein qualitativer Sprung ordentlich nach oben. Als nächstes würde ich ganz, ganz gerne jetzt hier die Uhren hier wieder in den Start bringen. Weil die fehlen uns nämlich jetzt ansonsten auf Dauer. Und danach bitte diese Jungs und dann, wir haben die 50 erreicht. Yes! Das war auf jeden Fall auch nochmal eine wichtige Schwelle. Du bist bei 47, was, wieso nur 36? Okay, du hast 54. Dadurch hast du 140% mehr Arbeitsgeschwindigkeit. Bei 52 würdest du sogar nochmal... Nee, Entschuldigung, bei 62 würdest du nochmal schneller rennen. Also die nächsten Schwellen sind jetzt halt dann doch nochmal ein gutes Stück entfernt. 55 sorgt noch für noch mehr Arbeitsgeschwindigkeit, 57 für noch mehr als 10% mehr Lebenserwartung. Nice. Nice, nice, nice. Ach so, ja... Und jetzt möchte ich auf maximale Priorität euch hier nochmal setzen, Freunde.
damit unsere drei Kontaminierten, zumindest zwei von ihnen, sich hier entkontaminieren können. Das wäre schon sehr, sehr schön, wenn das möglich wäre. Demnächst haben wir dann auch hier wieder mehr Biberchen. Aber alles zu seiner Zeit. Na, die bauen jetzt hier halt auch schon den Windtunnel. Oh! Wie gesagt, der hier muss zuerst... Den hier pausieren wir mal besser. Nicht, dass der jetzt wir kennen das Elend, ne? Wir kennen das Elend, Freunde. Candy und Montravan wurden wieder geboren, genauso wie Okinjay, Black Omega. Oh, da sind sie fertig. Hä, was? Du hast keine Energie? Ach, weil das keine Energie... Oh, come on, ey. Das olle Ding kann keine Energie hier rüber übertragen. Nee. Naja, immerhin haben wir jetzt einen. Immerhin haben wir jetzt einen. Zum Dekontaminieren. Super, Manu. Ich bin nur überlegen, ob wir jetzt hier auch nochmal eine Biberstatue hinmachen wollen. Betrifft halt wirklich einige Biberlein hier. Dann machen wir nochmal eine Uhr hin. Und ja, nochmal so einen ollen Strauch hier. Mehr kriege ich da jetzt gerade eben nicht mehr rein. Also wer gönnt sich jetzt hier gerade eben? Sieben Schläfer gönnt sich jetzt hier erstmal die Dekontaminierung. Wisst ihr, dann haben wir wenigstens eine Dekontaminierung jetzt. Das ist ja schon mal besser als nichts. Ich meine, theoretisch könnte ich auch noch eine Dekontaminierung hier theoretisch hinplanen. Machen wir vielleicht auch noch, aber mal schauen. Alles zu seiner Zeit. Wo bleiben eigentlich jetzt meine Metallblöcke? Also hier ist noch gar keiner aktiv, wie man sieht. Wobei, doch, die haben ja schon jede Menge gemacht. Es ist am Ende eigentlich nur noch jetzt hier... Okay, die Bretter sind uns abhanden gekommen, jetzt natürlich. Aber es ist wieder mal einfach nur die olle Frage nach den Metallblöcken. Aber wir sind jetzt jede Nacht im Grunde eigentlich bei 50. Das finde ich super. Und wenn wir... Ah, die Uhren sind jetzt auch fertig. Das ist geradezu spitzenmäßig. Wir machen auch noch mal ein paar Sträucher. Ja komm, ich mache hier noch mal einen Strauch hin. Hier nochmal ein Strauch hin. Hier nochmal ein Strauch hin. Ne? Das also, wo auch immer sie dann sind, sie hier bei ihren Freizeitaktivitäten, die sie hier tätigen, dass sie jetzt dann immer von den Sträuchern jetzt hier noch Boni bekommen. Die Biberbüste kann hier noch hin. Eine dahin. Der Gag ist, wenn ich es hier hin machen würde, hätten wir allerdings mehr davon. Ja, hier mache ich dann da vorne die Biberbüste hin. Moment, ich habe eine lustigere Idee. Wenn ich die Biberbüste nämlich hier hin mache, dann sind die hier alle davon betroffen. Hier kriege ich es leider nicht mehr hin. Aber hier könnte ich noch eine hinmachen. Und dann haben wir noch eine große Biberstatue, damit die alle hier die Biberstatuen-Boni bekommen. Hier noch hin. Hier noch hin. Moment. Da noch hin. Ja, und jetzt sollen sie erstmal bauen. Ne? Also jetzt haben sie erstmal wieder einiges zu basteln jetzt hier, meine Biber. Die Bastelbiber. Ah, jetzt kann ich den hier entpausieren. Dann machen wir das jetzt hier schon mal weg. Und ihr seht, ne, wir kommen langsam, aber wir haben nur noch vier Betten frei, Leute. Wir haben nur noch vier Betten frei. Wir werden demnächst hier... Ich glaube, dass ich dann hier diese kleinen Dinger hier so noch dazwischen setzen werde, damit die sich hier unten dann einigermaßen noch erholen können. Damit die Kranken nicht so separiert sind, ne, dass sie wirklich so mitten im Leben dabei sein dürfen. Und dann können wir hier den Wohnraum nochmal vergrößern.
De facto ist der Wohnraum jetzt schon größer geworden, ohne dass wir hier was tun mussten. Unsere Nahrungsmittel... Wir haben die 51 zum ersten Mal geknackt. Geil. Also inzwischen erreichen wir jetzt hier dann schon sehr, sehr hohe Werte. Ich würde noch nicht sagen Superlative. Superlative sind noch ein gutes Stück weit weg. Aber wir erreichen sehr, sehr hohe Werte. Ich muss irgendwann mal mir noch überlegen, ob ich mir noch mehr Wasserlager holen soll. Aber alles zu seiner Zeit. Hier passiert natürlich noch nichts. Also du bist jetzt hier die nächste wichtige Schwelle, mein Freund. Dann machen wir nochmal mehr Dachdekorationen dahin. So, es passt genau, wie man sieht. Zum Glück haben wir hier mit geraden Zahlen gearbeitet. An Häusern. Ja, nicht ganz, es sind ungerade. Das hier ist noch über dem Treppenhaus, aber ist ja auch egal. Aber es sieht einfach besser aus. Wenn ich das jetzt hier so abschließen kann, dann ist das wirklich ein Biberhaus. Sehr schön, sehr schön. So, hier sind schon die ersten Feuerschalen. Das bringt uns noch mehr Boni. Das Gute ist halt, umso mehr Feuerschalen halt hier überall zugegen sind, desto mehr haben wir halt auch davon. Gut, gut, gut. Also beziehungsweise umso mehr Biber sind davon dauerhaft betroffen. Ja, das hätte ich hier beim Schwimmen noch irgendwie einplanen sollen, ne? Aber egal. Ich meine, die Biber schwimmen schon eine Weile, aber sie machen auch andere Dinge. Und sind dadurch jetzt hier permanent von großartigen Boni betroffen. 52, jawoll. Wir haben die 52. Was fehlt denn jetzt hier noch? Noch 11. Noch 11 Metallblöcke. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer... Oh. Hier sind wir schon trockengelegt. Wir sind hier trockengelegt. Und das hier ist jetzt auch soweit. Ich brauche zuverlässigere... Moment. Seht ihr, was ich meine hier? Hier müssen wir ab jetzt andere Pflanzen, andere Bäume anpflanzen. Ihr hört jetzt mal auf, die hier zu planten. Und macht ab jetzt Eichen hierhin. Jetzt muss ich das hier halt leider ein bisschen im Auge behalten. Bis die hier abgeholzt sind. Aber ne, Eichen machen jetzt hier einfach mehr Sinn. Oh Mann. Ich bin am Überlegen, ob ich hier irgendwie... Ich könnte hier eine Sprengung vornehmen und auch das hier als eine Art Bauminsel planen. Aber da muss ich sau viel Irrigation Barriers machen. Holy moly. Aber das wäre möglich. Die Frage ist bloß, wie bekomme ich das Wasser da rein? Ja, das ist das Problem. Das ist das Hauptproblem dieser gesamten Überlegung. Oh, im Grunde sind sie fertig hier mit dem Windtunnel. Neue Vorteile are incoming. Zumindest am nächsten Tag. Jetzt sind wir wieder hoch auf 51. Es sind so viele Biber hier die ganze Zeit am Rumwuseln. Oh, warte mal, jetzt kann ich den hier auch wieder aktivieren. So, es sind nur noch 2 Biber kontaminiert. Der überträgt keine...
Ich krieg nur ein bisschen gerade die Krise. Das ist doch zum Kotzen. Das darf doch nicht wahr sein. Ach nö. Dass der jetzt ernsthaft die Energie nicht übertragen kann. Ja, wie mache ich das jetzt nur? Okay, das führt jetzt hier natürlich wieder zu radikalen Umbaumaßnahmen. Weil anders geht's nicht. Ich hasse alles daran. Es ist... Ey, das ist jetzt wieder mal nicht sehr, sehr schön, ey. Ich sag's euch. Also gut, wir machen das hier so hin. Hier so hin. Ja, und dann übertragen wir die Energie jetzt von da nach da. So. Sobald das hier gebaut ist, tauschen wir den Kollegen aus und dann können wir das hier nochmal grundsätzlich überarbeiten. Ich krieg die Energie da schon irgendwie runter, keine Sorge, aber es wird wieder mal... Es wird unnötig. Es wird einfach nur unnötig. So, das Dach hier ist jetzt auch fertig. Sehr gut. Ich werde dann die Energie einfach von da nach da oder sowas in der Art und Weise übertragen. Dann bekomme ich diesen ganzen Klabberadatsch jetzt hier wieder zurück. Alles zu seiner Zeit. Auch auf Schwäbisch gesagt, ohneidig wie ein Kropf, also unnötig wie ein Kropf, was jetzt hier gerade eben passiert wird, passieren wurde, lassen, Gedöns, wie auch immer. Ich bin sprachlos, ob dessen, was ich hier dulden muss. So, wir werden jetzt auf jeden Fall radikal nochmal unsere Bevölkerung steigern und noch zwei weitere Pots. Es könnte gut sein, dass wir dadurch lockerflockig auf die 170 hochschießen. Und dann müssen wir gucken, ob wir das überhaupt alles ernähren können. Deswegen mache ich jetzt nicht mehr als zwei Pots. Aber natürlich werden sie bevorzugt behandelt. So, dann seht mal zu, dass ihr das jetzt hier zu Ende macht, Freunde. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben endlich die Faulwasserflut überstanden. Okay, wir lassen jetzt das hier erstmal hoch. Lassen das jetzt hier runter. Lassen das hier hoch. Jetzt gucken wir mal, dass wir das alles hier so schnell wie möglich rausgespült bekommen. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier die maximale Kontrolle aktiviert hier. Auch hier muss ich kurz runterlassen, dann fließt der Quatsch hier schneller ab. Aber das wird nicht lange offen bleiben. Boah, hier ist die Fließgeschwindigkeit hier ist schon ordentlich gut. Oh, wir sind hier tatsächlich sogar gedroppt. Das Wasserlevel ist gedroppt. Eindrucksvoll. Dass das Schwimmbecken nicht mehr wirklich benutzt werden kann. Wir haben hier nur noch 10 cm Wasser gehabt. Das ist ein bisschen erschreckend. Wenn man mal so darüber nachdenkt, das ist nicht so schön. Boah, wie lange braucht denn das Wasser jetzt hier, um endlich abzufließen? Also hier ist jetzt inzwischen alles gut. Das heißt, ich kann das jetzt hier wieder schließen. Das heißt, das Wasser kann nur noch jetzt hier rüber fließen. Es ist selten, dass es so lange gebraucht hat. 2 Tage jetzt schon. Nope. Nicht so gut. Ich muss hier dann doch ein bisschen was ablassen, glaube ich. Ja, wir bekommen jetzt wieder ein bisschen kontaminiertes Wasser hier rein.
Oh oh. Ich hoffe, ich darf das schlecht finden. Ihr seht, was ich meine. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, wir beenden mal gerade eben. Oh Gott, die rennen jetzt hier durch. Es ist zu spät. Ja. Jetzt ist es egal. Wir arbeiten jetzt hier mal an einer größeren Menge an Dekontaminieren. Jetzt kommst erstmal du da rein, mein Freund. Dann machen wir hier ein wunderschönes Zahnrad dahin. Das so jetzt hier hingeht. Und hier machen wir auch ein solches dahin. Bitte baut die jetzt hier mal als erstes. Ach nee, Quatsch, das brauche ich hier ja gar nicht. Das hier wird alles abgerissen. Wir machen das da so hin. Also, weg, weg. Ich versuche jetzt hier vorsichtig mit dem Destruktibor hier zu arbeiten. Ja. 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 Okay. Ey, ihr wollt mich veräppeln, oder? Das heißt, ich werde das hier alles nicht mehr nutzen können. Ich pausiere den mal gerade eben. Bis ich weiß. Nee, ich kann die nicht mehr nutzen. Ich kann die drei nicht mehr nutzen. Ah, verdammt. Okay. Ich kann die wirklich nicht mehr nutzen. Die Sache wird uncool kompliziert. Nein, ich will nicht den Bauschutz zerstören, ich will den Pfad hier zerstören. Weil, wie gesagt, ich weiß jetzt schon, dass das Spiel der Meinung ist, dass es genau da reingehen muss. Das weiß ich jetzt schon. Okay, den hätte ich nicht zerstören müssen. Na gut, na gut, na gut. Das heißt, dich kann ich wieder dahin machen. Und dich kann ich einfach nur de facto so ausrichten. Gut. Wie wäre es, wenn ihr jetzt erstmal den Kram hier noch schnell einsammelt? Sofern ihr das noch könnt. Da liegen zwei Beeren rum. Aber, ah, guck mal, jetzt funktioniert der Windtunnel endlich. Jetzt funktioniert er. Okay, also wie gesagt, es war... Ich hätte es auch hier machen können. Naja, ich werde es jetzt nicht sofort wieder umbauen. Es ist eher so eine Sache für die Zukunft. Oh, Moment, Moment, Moment. Das kannst du hier wieder pumpen. Ihr könnt alle wieder pumpen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Wasser jetzt hier wieder reinbekommen. Ich gehe jetzt hier auf 1,5 Meter. 1,5 Meter. Und auf 1,5 Meter. Wir sagen, dass hier wird komplett gefüllt. Gut. Sind bis jetzt 2 Biber unpässlich. Ich hoffe, es bleibt bei 2 Bibern. Ah, verflixt, dass mir das wieder passieren musste. Das ist so ätzend. Ich müsste vielleicht hier nochmal eine höhere Wand setzen, aber... Alles zu seiner Zeit. Wisst ihr was? Ich bin am Überlegen, ob wir wenigstens diesen Teil hier schon tiefer sprengen. Dann fließt nämlich auch das Dreckswasser da rein. Ja, komm, lass uns schon mal hier eine kleine... Nennen wir es eine Testsprengung. Wir machen das jetzt. Hui, guckt euch da, das wollte ich gesehen haben. Und das werden wir nochmal in einem größeren Maßstab hier erleben.
Yes! Jetzt haben wir ein richtig schönes, tiefes Becken, wo der hier noch eine ganze Menge Wasser rausziehen kann auf Dauer. 54 durch den Windtunnel. Das ist gut. Naja, und nach wie vor können wir halt das meiste Wasser halt filtern hier. Das meiste. Trotzdem werden hier einige meiner Bauarbeiter wahrscheinlich hart darunter zu leiden haben. Was nicht so toll ist. Okay, aber jetzt glaube ich, jetzt fangen sie endlich an, hier oben das hier zu machen. Ne, hier ist noch gar kein Metall angekommen. Wir haben 7 Metallblöcke. Wo packen die die hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz okay, wenn wir gerade eben weniger Breeding Pots haben. Das sorgt schon mal dafür, dass wir nicht zu schnell neue Wohnräume bauen müssen. Ne? Ich will jetzt hier nicht alle meine Situationen unnötig herausfordern. Moment, jetzt kann ich dich dahin machen. Und wie gesagt, du bekommst dann die Aufgabe, den guten alten Extrakt einzulagern. Vorausgesetzt, wir schaffen es jemals, das hier zu füllen, weil ich habe das Gefühl, dafür brauche ich einen zweiten. Es sind immer noch nur 2 Bibo unpässlich, das ist gut. Warum laufen die nur mit 85%? Weil hier weniger Energie gerade eben produziert, weil als üblich. Warum? Weil hier zu viel Wasser rausläuft. Ich sehe es. Moment. Muss es hier zumachen? Zumachen. Wir lassen jetzt hier das Wasser raus. Und wir lassen jetzt hier das Wasser raus. Lass es hier raus. Lassen es hier raus. Und lassen es hier raus. Zumindest bis auf Weiteres, weil wir jetzt hier langsam aber sicher eine harte Überschwemmung haben. Jetzt haben wir wieder 5000, 6000 PS. Okay, das ist gut. Das ist jetzt hier wieder weniger gut. Weniger gut. Jetzt müssen wir warten, bis hier die Wassermengen sich wieder einigermaßen... Okay, instant ist es komplett gedroppt. Gehen wir wieder auf einen Meter hoch. Gehen wir auch wieder auf einen Meter hoch. So, jetzt soll das ja alles mal schnell trocknen. Wunderbar, das ist getrocknet. Und der pumpt jetzt hier alles hier voll. Wie viel Wasser haben wir? Gerade mal 11 Zentimeter. Gut, aber es geht auch viel Wasser jetzt erstmal wieder darüber, ne? Aber ich will das Wasser nicht komplett hier reinlassen. Da ist halt auch noch Dreckswasser drin. Das kriegen wir nie wieder raus, wenn ich das jetzt reinlasse. Das würden wir nie wieder rauskriegen. Ich komme übrigens zu dem Schluss, dass wir definitiv jetzt noch mehr Baumpflanzzone brauchen. Deutlich mehr. Deutlich mehr, ich sag's euch. Ich weiß nur nicht, woher ich sie nehmen soll. Dafür müsste ich de facto sowas wie Terraforming beginnen. Hm, wo war denn der Terraformer? Nee, das ist die Mine. Ladestation, Kontrollmessen, alles Robotergedöns. Wo war denn das Ding schon wieder? Nee. Es gab doch diesen... Da.
den Erdbagger. Aber der kostet so viel Metall. Ganz im Ernst, ich möchte erstmal die Sache mit dem Metall erledigen. Also mit der Energieladestation hier oben. Wenn wir die haben, dann können wir über so etwas anfangen nachzudenken. Oh, eine Faulwasserflut steht bevor. Immerhin keine Dürre, das heißt, wir behalten Energie. Ich lasse das jetzt hier mal gerade eben so, wie es ist. Wisst ihr, was ich eigentlich mal tun sollte? Ich sollte hier oben den die Holzfällerfahne hinmachen. Dann kann er auf jeden Fall weiterhin noch abbauen. Ja, mach mal schnell. Und dann kann diese Holzfällerfahne hier nämlich weg. Und kann in Zukunft einfach auch nochmal jetzt hier bepflanzt werden. Hier noch eine andere Holzfällerfahne. Diese Holzfällerfahne. Oh, ich hasse es so sehr, dass ich da nicht hinkomme. Ich komme genau bis da. Ich hasse es wirklich. Es ist wirklich einfach nur noch schrecklich. Aber, na, jetzt bekommen wir wenigstens hier wieder Holz. Und wie gesagt, den hier pausieren wir jetzt einfach mal. Den brauchen wir nicht mehr. Fürs Erste. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt hier drin? 17 cm. Ja, die Tendenz ist steigend, aber es ist noch ausbaubar. Was man natürlich auch machen könnte, wäre eine Wasserpumpe zu bauen, die dann das Schmutzwasser de facto rauspumpt. Über die integrierten Filtersysteme. Naja. Oh, guck mal. Die ersten beiden sind schon fertig. Das heißt, es wird langsam aber sicher Zeit, dass wir jetzt hier wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Na, ihr seht's. So kann ich das jetzt da hinsetzen. Dann mache ich nochmal einen dahin. Dann machen wir das so. Dann können wir nochmal einen runtergehen. Mit Betonung auf einen. Dann gehen wir nochmal einen runter. Gehen dann da rein. Gehen dahin. Eins. Zwei, drei. Und dann müssen wir hier wieder ordentlich runterbasteln. So. Und das wird dann die nächste Aufgabe sein. Aber dann haben wir das System hier angeschlossen. Nur um es nochmal kurz zu zeigen, ne? Also das wird eine ordentliche Konstruktion. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.